So, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Maschinarium. Wir waren ja hier ewig nicht am Spielen. Und das habt ihr ja sicherlich auch gemerkt. Und jetzt muss ich erstmal gucken, was wir hier überhaupt machen wollten. Ich weiß es. Was macht denn meine Maus? Ist die schon wieder dreckig? Komische Dinge macht die Maus. Ja, wir wollten den lustigen Roboter bis ganz nach hinten ziehen erstmal. Genau, wir wollten mal gucken, ob wir da oben die Glühbirne noch rauskriegen. Und wir brauchen eine Schere. Und irgendwie müssen wir auch noch die Schere im Bad kommen, genau. Runter. Weiter weiß ich aber auch nicht mehr. Ach ja, Strom. Der kleine Roboter wurde entführt. Ja, genau. Ansonsten? Nee. Ansonsten, ja. So, mal gucken. Halt! Wo läufst du hin? Bleib hier! Sicher mach Dinger. So. Wieder dahin tappeln. Wir könnten nochmal die Treppe hochlaufen und gucken, was da oben ist. Ja. Später. Eins nach dem anderen. Ja, guck dich nochmal an, mach einfach. Soll ich? Kann ich nochmal? Na komm. Ja. Oh. Ah. Na, das ist doch mal eine Lösung. So muss das laufen. Das ist noch einfacher, gell? Ja, so kommen wir auf jeden Fall in die Schere. Der arme Roboterfisch da hinten beim Teich, der tut mir ja auch irgendwie leid. Ja gut, ich weiß nicht, ob das dann wirklich ein Roboter war oder ob der einfach nur Pech gehabt hat. Das ist ganz, ganz traurig. Zack. Und das ist nicht gesund. Da oben ist auch ein Fisch. Stimmt. Auch ein Trophäenfisch wahrscheinlich. So. Jetzt nehmen wir den Staubsauger unter den Kronleuchter, dann nehmen wir den Kronleuchter und das Klopapier als Enterhaken, um die Bombe zu holen. Ich weiß nicht, wie schlau die Idee ist, sich eine Bombe ins Haus zu holen, aber hey. Wollen wir vorher dann doch lieber die Treppe hochgehen? Falls wir die wieder zurückkommen. Ich wollte aber gerade noch die Kronleuchter holen. Ja, den Kronleuchter kannst du holen. Dann gehen wir mal erst lieber hoch. Alles klar. Ich frage mich immer noch, warum ich den Strom ausstellen musste. Vielleicht jetzt, um die Glühbirne abzuschneiden? Um den Kronleuchter abzuschneiden? Oh, wollen wir es mal einfach so probieren? Komm, wir probieren es mal so. Okay. Gucken, wie wir einen Schlag kriegen. So, Schere. Das wird lustig. Das war doch klar. Aber nein, der Herr muss es ja nochmal probieren. Ja klar, weil es lustig ist. Weil du es kannst, ne? Na, ich will ja auch ein paar Sachen von dem Spiel mitnehmen. Auch für euch, die ihr zuguckt. So, wieder hoch. So, zack. Und Schnipp. Ja. Damit es nicht auffällt, dass da was fehlt. Jetzt mal Strom anmachen? Das können wir bestimmt noch ganz super gebrauchen. Ja, das wird bestimmt total lustig. Und du? Keine Ahnung. Ja, wer an die Schere packt, ne? Ah! Wir dürfen gar nicht hoch. Wir müssen uns jetzt erstmal um die Bombe kümmern. Okay. Enterhaken mit Klopapier. Du musst erst da stehen. Ach ja, das habe ich wieder vergessen. Lange nicht gespielt, ja. Na komm. Na? Ja, ich warte darauf, dass das Inventar sich da runterlädt. Wie? Nicht? Doch. Doch, theoretisch schon. Den Enterhaken vielleicht erst einschmieren? Nein. Nee. Den Enterhaken einfach das Klo runterschmeißen? Nee, auch nicht. Vielleicht doch ins Erdgeschoss fahren? Ich wüsste zwar nicht wozu, aber... Ja, ich habe auch keine Ahnung, wie wir hier weiterkommen. Ich gehe mal in den Aufzug und gucken uns nochmal die... Okay, oh. Oder nicht? Okay. Vielleicht nochmal Schere gegen Dings tauschen? Nee. Oder nochmal die Schere anfassen? Vielleicht Kurzschluss oder so? Vielleicht will er Kurzschluss haben. Ja, aber ich friere hier doch mich. Nee, so blöd ist selbst unser Josef nicht.
Ich habe das Gefühl, wir müssen noch irgendwas mit dem Roboter da oben machen, mit dem hier. Was können wir denn machen? Ich glaube, wir brauchen doch einen Kurzschluss. Dass er vielleicht da runterkommt. Es wäre schön, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Ich will mal was gucken. Ich will mal gucken, ob man vielleicht oben an diese Glühbirne noch rankommt, ob man damit irgendwas machen kann. Mhm. Ich dachte mir, es muss ja irgendwie auch einen Sinn haben, dass wir das Ding bis hier hinfahren können. Also mich würde es wundern, wenn das nur eine Zwischenstation wäre. Aber kann natürlich auch gut sein. Kann man da oben irgendwas mitmachen? Nee. Und Glühbirne? Schade. Nee. Hm. Schade. Vielleicht übersehen wir irgendwas. Nee, ich kann ja auch nicht irgendwie was machen. Hm. Und wenn ich dieses Ding damit nutze, dann will man da nichts machen. Schade. Kann ich die zwei im Inventar kombinieren? Nee, will er nicht. So rum? Auch nicht. Das muss doch so gehen. Oder du tauschst ihn nochmal mit der Schere. Vielleicht brauchst du doch die Schere nochmal. Um mir ein Stück Klopapier abzuschneiden. Ja. Hm, das kann natürlich sein. Auf die Idee bin ich jetzt nicht gekommen. Deswegen hängt er vielleicht die Schere da auf. Aber warum sollte er die aufhängen und nicht im Inventar behalten? Einfach nur, um mich zu ärgern, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Strom würde ich noch abstellen. Ja, ja, ich weiß. Das kann ich aber leider nicht da drüben am Schalter machen. Ja, so. Kasten auf. Klick Strom aus. Hier rüber gelatscht. Ja. Und wieder hoch. Ist groß. Nee, die Schere will das schon absolut nicht haben. Nee. Ich kann das nicht mehr. In keinster Weise kann ich diese Schere noch nicht mehr gebrauchen. Also er will nicht in den Aufzug, er will nicht nach oben. Nee. Und er will nicht die Schere benutzen. Nee. Und wenn du den Roboter nochmal anquatscht? Vielleicht erzählt er was Neues. Vielleicht haben wir auch irgendwas übersehen. Aber ich kann mal. Ach ja, das wissen wir doch. Ja, wir kennen okay. Die Diashow deines traurigen Lebens. Wenigstens kannst du laufen, dabei. Ja. Hm. Irgendwas übersehen wir. Vielleicht musst du ihm die Dingenskirchenangel geben. Ach so. Ich war am Überlegen, ob das Ding vielleicht elektrisch ist. Nee, ist es nicht. Es ist also ganz logisch mit einer Feder. Hm. Gut, dann Strom wieder an, weil sonst können wir den Staubsauger nicht rüberfahren. Boah, ist das nervig. Das ist schon ein bisschen verwirrend. Ja, verwirrend trifft's. Aber was will der mit dem Kronleuchter? Ich meine, seine Geschichte macht ja auch irgendwie. Zeigt ja auch nicht wirklich irgendeine Sinnhaftigkeit. Ah, ich hab eine Idee. Mhm. Ich probier's aus. Und wenn es nicht so ist, dann habe ich nichts gesagt. Dann bin ich, Fein aus dem Schneider. Ja. Du bist fein aus dem Schneider. Nee. Nee, der will gar nichts haben. Ja, was wenn du mit dem Schalter blockierst? Ich würde erstmal runtergehen. Hm. Aber wenn ich den Schalter blockiere, was passiert dann? Was versprechen wir uns davon? Weiß ich nicht. Hm. Schüttel den Kopf. Vielleicht bin ich nicht groß genug. Ach Mensch. Kannst du da mit dem Rohr was machen? Dass er so runter hängt? Was ist das hier? Ja. Mit dem Brunnen kannst du nichts machen, oder? Nee, dem Brunnen kann ich nichts machen. Obwohl, ich kann doch mal den Fisch direkt angucken oder mit einem Kronleuchter benutzen oder sowas. Nee, das Rohr kann ich nichts mitmachen. Hier oben kann ich auch nichts machen. Nee, mit dem Fisch. Naja, du bist ja nicht da, das ist halt. Ah ja, da war was. Die Art des Spiels ist mir so ein bisschen. Ja, ich weiß, dass da eine Bombe klebt, aber du lässt mich ja nicht. Vielleicht muss ich hier stehen, wenn ich den. Nee.
Ich hole dich gleich da runter. Okay. Wie wäre es, wenn wir den Staubsauger nochmal ins Bad fahren? Ja. Dass wir da vielleicht was Anständigeres machen können. Ja, können wir mal gucken. Wenn das nicht immer so lange dauern würde. Ach ja. Das ist Nemo. Hieß der so? Nono. Nono, Nono. Hieß der von Teletubbies. Okay. Glaube ich. Stimmt. Nono lieb oder so. Alle, ich habe noch eine Idee. Da ist ein Stecker. Kannst du den rausziehen? Ich wollte jetzt eigentlich ihn durchs Klo fahren lassen, aber das will er, glaube ich, nicht. Nein, der geht schon weiter. Nerv nicht. Nee, nicht hier. Nee, er will mich nicht den Stecker ziehen lassen. Irgendwas geht mit dem Stecker, aber... Und wenn du den... Ah, wenn ich erst den Strom ausmache und dann den Stecker ziehe. Mhm. Klick. Nee, auch nicht. Kronleuchter? Nein. Nee. Also, es geht irgendwas mit dem Stecker... Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen. Ich will mal gucken. Vielleicht kann ich mich ja... Tarzan-mäßig. Ja, irgendwie mal hier so... Ich um glaube die Ecke nicht. Geschwungen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ah. Nein. Komm, Toilettentieftaucher. Na, da guckt er nur. Die haben das mit Klopapier daran festgeklebt. Ja. Können wir nochmal Roboter fahren und Stecker ziehen? Oder? Dass wir den hier hinfahren. Also irgendwo hier hin. In der Hoffnung, dass quasi der Roboter da oben damit runter will oder sowas. Oder eins weiter. Einen Stecker ziehen und da den Kronleuchter dran festbinden. Und das benutzen. Weißt du? Ah, weil das Kabel dann ausgefahren ist. Ja, jetzt muss ich erstmal Strom wieder anmachen, das habe ich vergessen. Ja, manchmal wird man so ein bisschen senil auf seine alten Tage. Ja, das schon. Also, so oft gehe ich nicht an den Sicherungskasten normalerweise. So. So. Nein? Oder? Ich brauche maximale Kabellänge. Ach so. Dachte ich mir. Gut. Weiter fährt er nicht. Irgendwas muss er vielleicht mit der Schere. Obwohl, die Schere können wir ja nicht mehr benutzen. Noch nicht. Oh, also langsam frustet mich der Typ. Ich habe keine Ahnung. Dann mach den Strom nochmal an und fahr ihn zurück. Ne, bis er fast durch ist, dann kannst du den... Ich meine, wenn das maximale Kabellänge ist, was nützt dir das, wenn das Ding da vorne steht? Kommst du mit dem Kabel auch nur bis zur Tür? Das war meine Idee. Jetzt. Ach so. Nicht wahr? Ah. Ich dachte, ich könnte das Kabel abschneiden und dann... das benutzen. Einfach das Kabel rausreißen und dann runter. Naja, was wir mit dem Kabel machen, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Wir haben ja jetzt ein, zwei Ideen. Und ich hoffe, euch hat mal diese Folge Maschinarium, die wir jetzt seit langer Zeit erst wieder fortsetzen konnten, gefallen. Und ja, wir hauen gleich noch ein paar hinterher, damit wir nicht nochmal so eine lange Lücke haben. Und dann hoffen wir, dass wir das in der Aufnahmesession fertig kriegen. Und dann könnt ihr jetzt jeden Tag Maschinarium gucken, bis Maschinarium fertig ist. Ja, und bis dahin... Ja, schönen Tag wünsche ich euch. Tschö.